Hallo zusammen, hier ist wieder Emily. Heute wieder von meinem zweiten Account. Und wir sind im Espen Dungeon im Bereich Tod. Wenn ihr mein letztes Video zu dem Thema geguckt habt, wisst ihr ja, dass ich mit Sternschwinge Jara da bis zum Level 50 einschließlich gekommen bin, was dann an der Stelle gespeichert wurde. Inzwischen habe ich es hier schon bis 80 geschafft und habe mir gedacht, ich schalte jetzt nochmal Video dazu in der Hoffnung, dass ich das jetzt hier auch bis 100 durchziehen kann. Mal schauen, drückt mir die Daumen. Da ist schon wieder ziemlich viel runtergegangen. Mal sehen. Ach ja, ist ja doch irrsinnig spannend. Man ist ja nicht so, dass ich, selbst wenn ich das jetzt hier schaffe, dann in der nächsten Stufe irgendwas schaffen werde. Da gehe ich mal nicht von aus. Da wird es mir dann mit Sicherheit genauso gehen wie auf meinem zweiten Account. Meinem ersten Account, Entschuldigung, wir sind ja hier auf dem zweiten. Denn da habe ich das ja geschafft, damals mit Xia dorthin zu kommen. Und dann hatte ich gewechselt zu Asmodeus. Und das hat mich so gar nicht weitergebracht. Also mit Xia schaffte ich das vorher auch schon nicht mehr, dass ich dann in der nächsten Stufe irgendwas an Kampf hinbekommen habe. Was aber wahrscheinlich wohl auch an Einstellungen, Artefakten, Rüstung und was weiß ich, was für Geschichte noch liegt. Schrott! Oh Mann, ich hatte gerade noch gedacht, ich glaube, es ist besser, wenn ich hier die... Ach, schöner Mist. Die olle Flasche dazu gebe. Ach, verflucht. Oh Mann. Das ist jetzt Kampf 99. Den haben wir geschafft. Dann müsste das jetzt. Ich weiß es nicht. Ist das dann 100? Ich habe keine Ahnung. Nee, jetzt kommt Kampf 100, okay?
Mehr zum Zugeben habe ich nicht. Drückt mir die Daumen. Oh Gott, ich habe Angst. Yay! Haha! Okay. Klasse. Super. Das ist ja toll. Dann haben wir hier jetzt auf diesem Account meinen anderen Account eingeholt und können hier in den nächsten Schwierigkeitsgrad wechseln. Machen wir doch. Nicht, dass uns das was bringt, aber. Okay, ach ja, genau, da war ja was. Hier können ja nur erweckte Helden rein, also was die Seelenerweckung betrifft. Stimmt, da war ja was. Ah, hier kann ich jetzt Sternschwinge Jara wieder benutzen. Was mir natürlich mit Sicherheit wieder nichts bringt, aber egal. Machen wir hier jetzt mal die Dingens aus. Mit Überspringen, ja, das sieht schon schlecht aus, okay. Ah, komm mal, Eloise, mal sehen. Ja, du bist auch nicht viel besser. Oder? So kurz davor, wie ich das immer liebe. Und das wird garantiert nichts. Aber egal, wir haben es geschafft, den Tod zu besiegen. Mit einer Kombination aus Eloise und Jara. Yay! Nice! Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.